Yo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu einer etwas anderen Folge von Rainbow Six Siege. Heute stelle ich euch die Update-News des letzten Updates zu Velvet Shell am 7. Februar 2017 vor. Starten wir mal gemeinsam den Trailer. Also es sind zwei neue Operator bekommen und eine neue Map. In dem Fall handelt es sich um die Map Küste, die in Ibiza spielt. Es handelt sich um einen Nachtclub. Und ja, hier sehen wir schon den ersten Operator, das ist Jackal. Es gibt zu den neuen Operatoren auch neue Waffen. Als Jackal ist der Angreifer von den beiden Operatoren. Mira, die wir jetzt gerade sehen, ist die Verteidigerin davon. Die Map, also die neue Map Küste, spielt in einem Nachtclub auf Ibiza, direkt an der Küste. Und ja, hier sehen wir auch schon die erste Fähigkeit von Jackal. Jackal kann Fußspuren der Verteidiger aufspüren, nachverfolgen. Und wenn er eine Fußspur verfolgt, kann er auch den zugehörigen Operator, also den zugehörigen Gegner, aufspüren. Dreimal hintereinander. Und hier sehen wir auch hier Miras Fähigkeit gesehen. Sie hat kugelsicheres Glas und kann dieses Fenster in beliebige Wände hauen, also verstärkt oder nicht verstärkt. Dieses Glas ist durchschlagsicher und kann sie es auch zerstören, indem sie diesen kleinen Behälter, den ihr eben gesehen habt, kaputt macht. Dadurch fällt das Glas dann runter, aber dadurch können beide Seiten gucken. So, hier sehen wir die Map einmal im Durchlauf, das ist der Trailer zu der Map. Hier war der Fall, oder hatte ich erst die Befürchtung, dass es sich bei diesem Nachtclub um viele kleine Räume handelt. Dabei ist es gar nicht so schlimm, also die Räume sind schon recht groß, es ist sehr geräumig. Man hat viel Spielraum als Verteidiger, sowohl auch als Angreifer. Für die Angreifer ist es sehr interessant, für die Verteidiger sehr gefährlich. Dadurch, dass es alles um einen Innenhof gebaut ist, können die Angreifer von oben, von außen auf dem Dach auch nach innen gucken, in die inneren Flure und Gänge. Dadurch ist es als Verteidiger, ist man als Verteidiger öfter eingeschränkt und ja, muss sich zweimal überlegen, ob man einmal kurz die Position wechselt oder nicht. Das finde ich ganz interessant. Ja, der Außenbereich ist extrem schön gestaltet. Man hat viele Möglichkeiten. Es gibt, glaube ich, außen 3 oder 4 Kameras. Ich bin mir gerade nicht sicher. Balkone gibt es auch wieder. Es ist alles sehr großflächig, was außen angeht. Sehr schön dekoriert. Was mich ab und zu nur so ein bisschen nervt, ist die Beleuchtung. Besonders, wenn man die Map bei Nacht spielt, dann, sagen wir mal, dröhnt die Beleuchtung schon ziemlich in den Augen. Jetzt werde ich noch auf die 1, 2, 3 Bugfixes eingehen, beziehungsweise Verbesserungen, die das Spiel betreffen. Da gehen wir gleich genauer drauf ein. Ja, bei den Skins ist es der Fall. Es gibt insgesamt 4 neue Skins. Einmal den Stier, nenne ich ihn mal. Einmal etwas so Renaissance-mäßiges, etwas Älteres. Dann gibt es einmal den Löwen. Einmal die, ich würde es als Flagge bezeichnen. Und dann gibt es einmal so ein Carbon-Muster, würde ich das jetzt nennen. Mir persönlich gefällt am besten der Stierskin, besonders dazu gibt es auch den kleinen Anhänger, wenn man diesen kauft, da ist auch ein kleiner Stier dran. Bei den anderen dreien, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, haben sie dieses Mal ein bisschen reingeschissen. Ich finde es nicht so schön, aber das ist ja, wie ihr wisst, ziemliche Ansichtssache. Ja, dazu gibt es auch noch einen neuen Elite-Skin, in dem Fall Rook. Bei dem Skin, muss ich sagen, finde ich, haben sie nicht großartig viel geändert, außer dass dieser Helm jetzt einmal komplett übers Gesicht geht. Das einzig Coole, was Rook in diesem Fall hat, ist halt, dass, wenn er die Westen runterlegt, also platziert, dann sehen die anders aus als die anderen Platten. Ich glaube, die haben so einen Beige-Ton, bin ich jetzt der Meinung, aber das müssen wir uns nochmal gemeinsam in-game angucken. Jetzt kommen wir zu dem Menü. Das Menü ist jetzt ein komplett anderes, es ist komplett anders aufgebaut und es ist interaktiv. Wir sehen jetzt im Hintergrund bewegende oder sich bewegende Operator. Das werden immer die aktuellen Operator sein, die gerade zu der neuen Season passen, beziehungsweise zu der neuen Operation. In diesem Fall seht ihr auf dem Foto gerade, dass es Jackal und Mira sind. Dann haben wir auf der linken Seite einmal ein etwas gebündelteres Menü und oben haben wir immer noch die Rubriken Rainbow Six, Play, Operators und Shop. Das wird so bleiben, aber das alles andere ist ein bisschen gebündelter. Das Menü passt sich auch eurer Spielweise an. Das heißt, wenn ihr viel Ranked spielt, dann wird euch auch der große blaue Knopf statt Normal oder Casual Game wird er euch dann anzeigen Play Ranked Game. Dann müsst ihr nicht immer ins Menü Multiplayer und Ranked Game starten, sondern ihr könnt direkt auf den großen blauen Knopf drücken und kommt direkt rein. Unter anderem ist es auch einfacher. Ja, jetzt kommen wir noch zu ein, zwei kleinen Veränderungen. In dem Fall sind es einmal die Ränge und die Visiere. Bei den Rängen ist es so, dass sie einfach nur die Symbole geändert haben, einfach damit es auch leichter zu erkennen ist. Am Anfang war es immer ziemlich schwierig für mich zum Beispiel, auf welchem Rang im Platin war jetzt der Gegenspieler oder mein Teammate? War er Platin 1, 2, 3 oder 4? Das wurde aus den alten Symbolen nicht ersichtlich, haben sie erkannt und dementsprechend auch abgeändert. Zu den Visieren ist es so, dass gleiche Visiere auf anderen Waffen unterschiedliche Distanzen und Größe hatten, was halt natürlich
auch logisch ist, weil Waffen auch unterschiedlich lang sind und ähnlich. Aber das haben sie jetzt in dem Fall geändert. Es ist jetzt so, dass ein ACOG-Visier auf allen Waffen gleich aussieht, wenn du ranzoomst. Das gleiche gilt für ein holographisches Visier oder ein Rotpunktvisier. Oder auch die anderen Visiere, das sind jetzt so Beispiele, die ich genannt habe. Es wird so sein, dass die immer im gleichen Abstand und den gleichen Blickwinkel erlauben, wie auf einer anderen Waffe. Sagen wir jetzt, die Vector mit einem holographischen Visier wird genau das gleiche, ja, wird genau die gleiche Distanz zu der Waffe oder zu dem Auge haben, wie jetzt beispielsweise bei der AUG von IQ. So, nun sind wir schon am Ende angelangt. Es gibt jetzt noch ein, zwei Verbesserungen oder Änderungen, die jetzt noch erwähnt werden müssen. Zum Beispiel hat IQ jetzt statt, bin der Meinung, der Sprengladung hat sie jetzt Handgranaten und Capitao wurde die Handgranaten weggenommen und er hat jetzt eine Claymore. Das ist ja jetzt noch etwas, was für mich sehr relevant war oder was für mich sehr wichtig war, weil Capitao habe ich die Granaten halt sehr viel genutzt, aber dadurch wurde er halt ein bisschen abgeschwächt und IQ hat noch einen kleinen Schadensboost, sag ich jetzt mal, bekommen. Was für einige von euch auch eventuell interessant sein könnte, ist, dass sie den Fehler, wenn man Alt und Eingabe drückt, diesen Fehler haben sie jetzt behoben. Man kann nämlich, wenn man im Ladescreen war, beziehungsweise schon einen Operator ausgewählt hatte, konnte man noch Alt-Enter drücken, zurück ins Operator-Menü und den Operator ändern. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Zu erwähnen sind jetzt nur noch in den Levels und von den eigenen einzelnen Operators haben sie etliche Bugs gefixt, was auch sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach war, weil teilweise gingen einige von denen wirklich schon auf den Sack. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr öfter solche Videos haben wollt, beziehungsweise es gibt ja dieses Jahr noch 3 andere Operations, falls ihr Lust habt, dass ich dazu auch so ein ähnliches Video mache, könnt ihr euch, ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Konstruktive Kritik ist natürlich immer gut. Falls ich was an diesem Video verbessern kann, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich wäre euch sehr dankbar dafür. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tadaaa!